weniger als eine neue Smartphone-Ära, sondern diese beiden Geräte einläuten. Wir schauen, ob sie überzeugen können. Natürlich handelt es sich dabei um das brandneue Samsung Galaxy S8 hier links und das Galaxy S8 Plus rechts. Wir beschränken uns im ersten kurzen Test auf das kleinere Modell, denn das S8 Plus weicht lediglich bei der Displaygröße und der Akkukapazität vom kleineren ab. Und es ist auch nicht sonderlich viel Platz hier, deswegen ist es besser, das kleinere Gerät in die Kamera zu halten. Und wir sehen hier schon das absolute Highlight des Geräts, das Display, das sehr viel Fläche auf der Front einnimmt. Wir haben hier im S8 ein 5,8 Zoll großes Display im sehr ungewöhnlichen 18,5 zu 9 Format. Dadurch erreicht man, dass das Gerät trotz der Display-Diagonalen nicht zu breit wird. Das Interessante ist, obwohl das S8 von der Display-Diagonalen her sogar noch ganz leicht über dem HTC U Ultra angesiedelt ist, ist das Gerät schmaler und auch weniger hoch. Das Problem dürfte allerdings sein, inwiefern die ganzen Apps darauf angepasst werden. Man hat es ja schon mal im LG G6 gesehen, unmittelbar nach der Vorstellung in Barcelona zum MWC kam ja erste Meldung auf, dass es da wohl keine Probleme gibt, auch was die Rundung des Displays angeht. Das verwendet jetzt auch Samsung hier beim Galaxy S8. Da muss man mal schauen, was mit Drittanbieter-Apps passiert. Wir haben es jetzt hier zum Beispiel bei der, im Google Play Store. Da werden oben einfach Ecken abgeschnitten. Das mag funktionieren, wenn viel Platz vorhanden ist. Wenn das Ganze knapp bemessen ist, ist es natürlich ärgerlich. Und was wir hier unten sehen, da hat man von den Rundungen relativ wenig. Ich könnte es nochmal in den Vergleich zeigen. Wenn man es mal anschaut, wir haben hier die Onscreen-Tasten, die einfach den unteren Bereich komplett verdecken. Das heißt, in fast allen Fällen ist es völlig egal, ob es hier unten rund oder eckig ist. Muss man mal schauen, wie das dann bei Videocontent und anderen Sachen ist. Da wird es dann auch sehr interessant werden. Das Display ist HDR-tauglich. Samsung hat auch eigene Angaben damit, mit Amazon und eigenen anderen Anbietern zusammengearbeitet. Nur das Material wird hier in 16:9 bereitgestellt. Kinofilme werden in 21:9 meistens aufgenommen oder in anderen Formaten. Das heißt, hier wird man dann mit schwarzen Balken leben müssen. Einziger Vorteil dann, da wir hier von einem Super AMOLED Panel sprechen, ist dann der schwarze Balken auch wirklich schwarz. Man kennt das ja von den anderen Geräten, die sagen, Panels benutzen. Ja, abschließend zum Display. Bedingt durch das ungewöhnliche Format haben wir hier auch die ungewöhnliche Auflösung von 2960x1044 Pixel. Im Grunde genommen hat man da das vom S7 übernommen. Man hat in die Höhe ein paar mehr Pixel gepackt. Anzeige gefällt sehr gut. Und wir haben hier in einem recht gut beleuchteten Umfeld eine Displayigkeit automatisch, die aber auch auf 1% läuft. Da muss man mal gucken, wie das in der Freien ist, sprich bei direkter Sonneneinstrahlung. Wir sehen es jetzt hier mit ein paar Lichtquellen. Da wird es schon schwierig zu erkennen. Ja, alle anderen Sachen sind ehrlich gesagt etwas weniger innovativ. Die haben den Brandmann Exynos 8895 hier verbaut. Das ist ein 8-Kerner, 4 Cortex-A53 Kerne, 4 Exynos in 2 Kerne. Der soll ganz ordentlich Leistung haben. Dann dürfte es vergleichbar mit dem Snapdragon 835 oder dem Kirin 69 sein. Dazu kommt 4 GB Arbeitsspeicher. Finden wir ehrlich gesagt etwas zu konservativ für das Jahr 2017 und die Oberklasse, denn das haben wir inzwischen ja auch im Mittelklasse Smartphones. Die haben 64 GB internen Speicher, USB 2.1, sprich, der dürfte wieder sehr schnell sein. Wir haben ein sehr schnelles LTE-Modem, das soll bis zu 1 Gigabit im Downstream erreichen, vorausgesetzt die Netzwerke machen das mit. Wir haben natürlich AC-WLAN, wir haben Bluetooth 7.2, NFC, alles mit dabei, das Gerät nutzt Samsung Pay. Der Zahldienst soll in weiteren europäischen Ländern starten in diesem Jahr. Mal schauen, ob Deutschland dabei ist, dann kann man das auch endlich mal nutzen und man wird schneller als Apple. Ansonsten, wir haben hier dahinter versteckt eine USB-Typ-C-Buchse. Ob USB 2 oder 3.1 ist noch unklar. Beibehalten wurde die Audiobuchse. Das dürfen die Besitzer von uns für den Kopfhörern freuen. Und ansonsten haben wir relativ wenig, was neu wäre. Die Kamera-Hardware hat Samsung hinten komplett vom S7 übernommen, sprich 12 Megapixel, 1,4 Mikrometer große Pixel, LED-Bild, Laserfokus, Phasenvergleichsfokus.
Was neu ist, ist das Multiprocessing. Man kann unmittelbar nacheinander mehrere Fotos aufnehmen und die Software errechnet dann das bestmögliche Bild daraus. Das können wir uns später nochmal anschauen im Detail. Was hier aber auffällt, und das hätte ich hier schon auffallen können, der Fingerabdrucksensor ist nicht mehr auf der Front, sondern hinten. Das heißt, Samsung macht es genau andersrum als Huawei. Dort hat man ja den Sensor beim PC von hinten nach vorne geholt. Hier geht er jetzt nach hinten. So ganz aufgeklärt habe ich uns bei der Vorstellung nicht, warum man das getan hat. Das heißt, der Nutzer soll die Möglichkeit haben, man braucht ein bisschen Platz unter dem Display, um den Rand schmal zu halten. Ja, und jetzt steht er vor der Qual der Wahl. Im wahrsten Sinne des Wortes nutze ich auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor, nutze ich den Iris-Scanner, den wir vom Note 7 kennen, oder nutze ich die Gesichtserkennung, auch die ist jetzt mit dabei. Muss man mal schauen, wie das in der Praxis funktioniert. Beim Note 7 war der Iris-Scanner nicht ganz überzeugend, hat nicht immer schnell funktioniert. Da war der Fingerabdrucksensor dann schneller oder halt die PIN- oder Mustereingabe. Ja, abschließend zum Gehäuse. Wir haben jetzt vier Tasten, Lautstärkewippe, Standby und Bixby. Bixby ist ja der digitale Assistent, den Samsung schon vor allen Tagen vorgestellt hat. Ist für Deutschland erstmal völlig irrelevant. Ob er überhaupt zu uns kommen wird, ist noch unklar. Er startet vorerst auch nur in Südkorea. Ein paar Wochen Verzögerung sollte noch amerikanisches Englisch unterstützen. Da bleibt es abzuwarten, ob man vielleicht auch in Deutschland einfach die Sprache umstellen kann, um Bixby zu nutzen. Die Fähigkeiten sahen in der Präsentation sehr vielversprechend aus. Er ist so tief ins System integriert, dass er fast alles übernehmen kann, was man sonst per Finger macht. Also anstatt einen Befehl per Finger auf den Touchscreen einzugeben, soll man es per Sprache machen können. Man soll Gegenstände fotografieren können und Bixby sagt dann, oh, das ist das und das Gebäude oder möchtest du diesen Artikel kaufen? Da arbeitet man mit mehreren Partnern zusammen, natürlich auch das Amazon dabei, Foursquare zum Beispiel. Ja, ansonsten beim Gehäuse, den Rahmen kennt man von den Edge-Modellen, beispielsweise vom Galaxy S7 Edge. Der ist verdammt dünn und da fällt schon jetzt nach den ersten Minuten auf, das Gerät ist dann extrem unhandlich. Man weiß gar nicht so recht, wo man den Finger hinhalten soll, damit er sich nicht verantwortet. Liegt auch daran, dass die Rückseite sehr rutschig ist. Dennoch, das Gerät ist wirklich sehr hübsch. Der Verzicht auf so viel Rahmen wie möglich gefällt sehr gut. Ist natürlich noch ein Stück weit gewöhnungsbedürftig, dass da einfach nichts außer Display vorne ist oder fast nichts. Verarbeitung, sobald man das jetzt beurteilen kann bei den Ausstellungsgeräten, sehr gut. Da kriegen wir keine ungleichen Spaltmaße. Selbst der Farbton beim Kartenträger ist identisch zum restlichen Metallrahmen. Ja, ist nur halt die Frage, will man dafür 800 Euro ausgeben, beziehungsweise 900 Euro im Falle des S8 Plus. Der Start erfolgt Ende April. Man kann das Ganze auch vorbestellen schon, aber wie gesagt, es wird sich zeigen müssen, welchen Mehrwert das große und fast die ganze frontabdeckende Display hat. Da lassen wir uns überraschen. Es dürfte aber klar sein, dass die Kamera auf dem Niveau des Galaxy S7 landet. Damit wäre sie sehr gut, auch wenn sie dann nicht am Huawei P10 oder Mate 9 vorbeikommen würde. In puncto Leistung haben wir keinerlei Zweifel, dass das Gerät sehr weit oben landen wird. Da hat er schon beim Galaxy S7 der Exynos 8890 für sehr viel positive Werte gesorgt. Aber schauen wir mal, was passiert. Klar ist, das wird das Design der kommenden Monate werden. Das sehen wir nicht nur hier bei Samsung. Wir gehen mal ganz fest davon aus, dass man auch in Cupertino etwas Ähnliches auf den Markt bringen wird und vielleicht ja auch der ein oder andere chinesische Konkurrent.